Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Neben Nokia und HTC hat damals auch Samsung ein High-End-Smartphone mit Windows Phone OS 8 vorgestellt. Die Rede ist natürlich vom Samsung Ativ S. Es wurde im August auf der IFA 2012 als erstes Smartphone überhaupt mit Windows Phone OS 8 vorgestellt und ist nun auch endlich in Deutschland erhältlich. Hat sich ja ziemlich gezogen. Die vorher erwähnten Smartphones von HTC oder Nokia sind ja schon etwas länger erhältlich. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, möchte ich mich wieder einmal vielmals bei getgoods.de für die Bereitstellung dieses Testgeräts bedanken. Da kann man es auch kaufen, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wir sehen hier eigentlich eine typische Samsung-Verpackung, wie man es auch von den Android-Geräten kennt. Vorne eine Abbildung des Smartphones, die Produktbezeichnung. Selbiges findet sich dann auch wieder auf der Seite etc. Was ich ganz lustig finde, hier unten sieht man, dass Samsung diese Farbe als Aluminium Silver bezeichnet. Ja, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass das dasselbe Titanium Grey, das man zum Beispiel vom Galaxy S3 oder vom Note 2 kennt, ist, aber ja, werden wir gleich sehen. Auf der Rückseite dann wieder ein paar technische Daten, aber die werden wir ja im Laufe des Videos alle durchsprechen. Ich schneide hier mal wieder das Garantiesiegel durch, das kennt man ja so von Samsung. Und ich würde sagen, wir nehmen die Verpackung oder den Deckel hier einfach mal ab und wir sehen gleich schon das eigentliche Smartphone. Das ist das Ativ S. Ja, auf der Display-Schutzfolie stehen hier wieder ein paar technische Daten. Das kennt man ja, wie gesagt, so alles von Samsung. Also da hat man ja immer einheitliche Verpackungen. Ansonsten hier wieder der übliche Papierkram, Quick Start Guide, Garantieinformationen, ein paar Informationen zu Windows Phone OS 8, aber ja, ich denke, wir wissen alle, das interessiert uns eher weniger. Ansonsten finden wir hier ein In-Ear-Headset. Das ist Samsungs typisches In-Ear-Headset für High-End-Modelle. Das findet man so auch beim Note 2, beim Galaxy S3. Die meisten werden es kennen, hier wieder in der Farbe weiß gehalten. Außerdem finden wir natürlich unser Modular, auch im typischen Design, und zusammen mit diesem Micro-USB-Kabel ergibt das dann unser vollwertiges Netzteil. Natürlich könnt ihr dieses Micro-USB-Kabel auch zum Synchronisieren des Geräts mit dem PC oder Mac benutzen, das sollte ja bekannt sein. Außerdem noch diese Aufsetzer für die In-Ear-Headsets, damit die auch in alle Ohren angenehm oder in alle Ohrenformen angenehm hineinpassen. Und zu guter Letzt finden wir auch noch den Akku. Der ist ziemlich interessant. Ich halte ihn mal etwas näher vor die Kamera. Er hat nämlich eine Kapazität von 2300 mAh, also nochmal 200 mAh stärker als der des Galaxy S3. Da bin ich wirklich gespannt, was der dann leisten kann. Das war es aber eigentlich auch schon vom Lieferumfang. Damit kommen wir jetzt auch schon zum eigentlichen Star der Show und das ist natürlich das Ativ S von Samsung. Ich nehme hier jetzt mal alle Folien ab. Zum einen die auf der Rückseite, zum anderen die hier auf der Vorderseite. Das gehört sich ja so für ein Unboxing. Beginnen wollen wir wie immer mit den Abmessungen. Das Ativ S misst nämlich 137x71mm und ist auch nur 8,7 mm dick oder dünn. Es wiegt mit eingelegtem Akku 135 Gramm. Und wenn man das hier so sieht, finde ich, sieht es dem Note 2 von den Rundungen der Ecken her doch ziemlich ähnlich, wenn man das Ganze mal hier nebeneinander hält. Also obwohl Samsung das Ganze ja eher als ein Galaxy S3 mit Windows Phone OS beworben hat, finde ich, ist es vom Design her dem Note 2 ein wenig ähnlicher, von den Abmessungen und vom Gewicht her aber natürlich dann doch wieder dem Galaxy S3. Auf der Vorderseite finden wir natürlich das Display, das hat eine Diagonale von 4,8 Zoll. Es ist ein Super HD AMOLED Display mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel bei einer Pixeldichte von 306 Pixel per Inch. Die Vermutung, dass hier dasselbe Display wie beim Galaxy S3 verbaut wurde, liegt natürlich sehr, sehr nahe. Außerdem haben wir wie beim S3 wieder nur eine Pentile-Matrix, heißt pro Pixel leider nur 2 und nicht 3 Subpixel. Ansonsten findet ihr auf der Vorderseite die 1,2 Megapixel Frontkamera, Hörmuschel, Annäherungssensoren und auf der Unterseite dann das typische Tastenlayout für Windows Phone OS 8, zwei touchsensitive Tasten für Zurück und für Suche und dann die Besonderheit dieses Ativ S, es hat nämlich einen physischen Home-Button und keinen touchsensitiven wie zum Beispiel das Lumia 920 oder das Windows Phone 8X bei HTC. Auf der linken Seite dann hier die laut-leise-Wippe, scheint einen ganz guten Druckpunkt zu haben und
ja, auch ganz gut verarbeitet zu sein. Ansonsten auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite der dedizierte Auslösebutton für die Kamera. Das hat ja Microsoft so gefordert von den Herstellern dieser Windows Phone OS 8 Smartphones und rechts oben dann der Power-Button. Auf der Oberseite lediglich der 3,5 mm Klinkenanschluss sowie ein weiteres Mikrofon. Damit kommen wir jetzt auch schon zur Rückseite. Diese besteht wieder aus Polycarbonat, das kennt man so ja schon von Samsung, genauso wie beim Note 2 oder beim Galaxy S3. Was mir hier aber auffällt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, Samsung bezeichnet diese Farbe als Aluminium Silver und nicht als Titanium Grey. Ich habe mir das kaum vorstellen können, aber hier gibt es wirklich Unterschiede in der Farbgebung. Ich halte mal mein Note 2 daneben. Das ist das Note 2 in Titanium Grey und das ist diese Farbe Aluminium Silver. Und ich denke, ihr könnt den Unterschied ganz gut erkennen. Gefällt mir hier jetzt ziemlich gut. Ich finde, so von der Farbgebung her sieht das Aktiv S ziemlich edel aus. Aber das ist natürlich alles wieder Kunststoff. Das verdirbt dann diesen Gesamteindruck etwas. Ansonsten auf der Rückseite die 8-Megapixel-Kamera mit einer Foto-LED, der Samsung-Schriftzug und das Windows Phone-Logo. Außerdem hier der Lautsprecher und hier eine leichte Erhöhung dann im Gehäuse. Kennt man so schon leicht vom Galaxy S2, wobei das Ganze sich hier nicht so extrem ausgeprägt ist. Von der Rückseite her, vom Design her, gefällt es mir, wie gesagt, ziemlich gut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das im Vergleich zum S3 doch so unterschiedlich aussieht, was das Design betrifft. Die Rückseite kann man natürlich Samsung typisch wieder abnehmen, einfach in diese Einkerbung hier hineinfassen und ihr seht schon so von der Qualität her, von der Dicke und Elastizität ist das wieder ein ähnliches Material wie beim Galaxy S3 oder beim Note 2. Zum Vorschein kommt dann hier der Einschub für die MicroSD-Speicherkarte. Der Speicher ist nämlich erweiterbar, das kennt man so ja auch von Samsung. Insgesamt habt ihr 16 GB internen Speicher und der ist via MicroSD und bis zu 32 GB erweiterbar. Rechts kommt dann hier die SIM-Karte rein und hier kommt natürlich der Akku rein. Den wollen wir jetzt gleich auch mal einlegen. Wie gesagt, 2300 mAh. Das verspricht dann doch einiges. Finde ich auch ziemlich gut, denn Samsung ist einer der wenigen Hersteller, der immer größere Akkus verbaut. Also HTC geizt da teilweise gerne. Auch Sony beim Xperia Z, das hat ja auch nur 2300 mAh, wenn ich mich recht entsinne, für ein 5 Zoll Display mit Full HD Auflösung. Bin ich mal gespannt, was das dann für Akkulaufzeiten erreicht. Ja, wir klicken das Ganze hier wieder zu und wie man das so von Samsung kennt, wenn man das richtig macht und alle Stellen hier schön brav zuklickt, sitzt das Ganze wirklich bombenfest. Also von der Verarbeitung her kann ich mich jetzt hier eigentlich nicht beklagen. Wir wollen das Ganze jetzt mal einschalten, betätigen für circa 3 Sekunden den Power-Button. Es vibriert kurz, währenddessen wie immer die restlichen Daten. Ihr seht es hier schon, als Plattform haben wir Windows Phone OS 8 als CPU. Ja, typischerweise den Qualcomm Snapdragon S4, eine Dual-Core-CPU mit 1,5 GHz C-Kern. Unterstützt wird das Ganze von 1 GB Arbeitsspeicher und hier haben wir HSPA Plus mit bis zu 42 Mbit die Sekunde im Download fürs mobile Internet. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder vom Unboxing des Samsung Aktiv S. Ihr seht schon, das Ganze ist jetzt auch schon fertig hochgefahren. Ich werde es jetzt mal einrichten. Ersteindruck ist, ja, es fühlt sich ziemlich gut an, ist gut verarbeitet, liegt gut in der Hand, aber es fühlt sich nicht ganz so wertig an wie zum Beispiel ein Lumia 920 oder das Windows Phone 8X bei HTC. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne ciao, bis zum nächsten Mal.